Boateng stolz auf WM-Leistung. Verteidiger Jérôme Boateng hat sich mit seiner Leistung im WM-Finale gegen Argentinien zufrieden gezeigt. Er habe wohl das Spiel seines Lebens gemacht, sagte der Weltmeister dem Kicker. Auch viele Experten weltweit sahen den 25-Jährigen als den überragenden Spieler des Endspiels. Man of the Match wurde jedoch Bayern-Teamkollege und Siegtorschütze Mario Götze. Benzema verlängert bei Real. Karim Benzema hat seinen Vertrag bei Real Madrid vorzeitig um 4 Jahre verlängert. Der Franzose hatte ursprünglich einen Kontrakt bis 2015. Das teilte der Verein am Mittwochabend mit. Benzema spielt seit 2009 bei den Königlichen und absolvierte 233 Pflichtspiele für die Madrilenen. Van Marwijk verhandelt mit Südkorea. Ex-HSV-Coach Bert van Marwijk soll neuer Nationaltrainer von Südkorea werden. Es gebe Verhandlungen mit dem Niederländer, bestätigte der Leiter des technischen Teams des koreanischen Fußballverbandes. Van Marwijk habe jedoch noch keine Entscheidung getroffen, wurde aus Seoul berichtet. Von 2008 bis 2012 trainierte der 62-Jährige die Auswahl der Niederlande. Webb hängt Pfeife an den Nagel. Der zweimalige Weltschiedsrichter Howard Webb hat nach 25 Jahren seinen Rücktritt erklärt. Es wären 25 wunderbare Jahre gewesen. Jetzt schlage er ein neues Kapitel auf, sagte der 43-Jährige. Der Engländer leitete unter anderem das WM-Finale 2010 und das Champions-League-Endspiel Bayern München gegen Inter Mailand. Webb wird nun technischer Direktor der englischen Schiedsrichtervereinigung.